Die Niederlande haben sich gegründet, ja! Na gut, das ist schon seit einer Weile. Die schon eine Weile gegründet. Achso. Ja, die sind sogar... Ne, die sind mit Bremen. Du bist aber erst in Lager. Ja, wir gehen zuerst so und dann in Lager. Ja, lass doch einfach so viele zurück, wir haben noch mehr. Nee, sag mal. Heiko, we need more Kebab. Please. Ich brauch Geld! Ich brauch Geld übrigens. Seit 12 Jahren verdiene ich wieder Geld! Mein Land wird erblühen! Die Krim wird als große Wirtschaftsmacht aus diesem Krieg aufsteigen, wenn es doch nur... Und dann gibt's Nationalisten und Russland annektiert dich. Na schlapp? Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, dass Novgorod eine Freiheitsbestimmung hat von 100. Das liegt daran, dass die unabhängig unterstützt bekommen von Polen und den Timuriden. Hm, ich weiß. Mögen wir beide nicht, gell? Wir sind schon hart asoziale Spaß. Du hast ja gerade die Belagerung abgebrochen. Ich habe gerade die Belagerung abgebrochen. Die Goldene Horde kommt mit 45.000 Mann, alles ist gut, alles ist gut. Ich voll Idiot, ich hatte da eine Belagerung drauf, sorry, ich hab nicht die gesehen, was die war schon aber bei mehr als plus 14, also... Aber es ist bei 4 noch, hat sich bei 4 gehabt. Ja, ich nehme mal ein paar Kanonen noch zur Belagerung. Oh, doch nicht, schade. Ihr macht das schon. Österreich, ihr habt es 22 Warscore einfach. Wow, Schweden hat den Krieg verloren. Kann man irgendwo sehen, wie die Nationalisten da ihre Forderungen durchbringen? Ja, sie müssen erstmal alle anderen Provinzen bis auf die Hauptstadt eben halt haben, ne? Ne, also ab 50% dann zerfallen sie. Ach, und alle aktiven General... Was sagt er, dass sie drauf gehen? Wenn sie 50% belagern, dann gewinnen alle momentan rebellierenden Rebellen. Rebellierenden Rebellen? Warte, warte, ja. Warte. Das ist einfach nur Beast, ihr Name und... Das sind halt aktive Rebellen, kennt ihr das? Ich mit 21.000 Mann ja wieder zurückkaufen. Ich mach auch noch 3 Jahre dann wieder plus. Okay, jetzt können wir rein. Schaffe ich es gleich tatsächlich, Österreich zu 100% zu besetzen. Ist ja voll cool. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Ach komm, das ist ein Witz. Die sind gut. Ein guter oder ein schlechter? Schlechter. Hm. Heiko, ich helfe deine Armee in Burgundia hat fertig. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Du hast doch 2 Kanonen in deiner 15.000 Armee. Ich glaube, es lohnt sich nicht, die hochzuschicken, oder? Ja, ich schaffe es gerade noch. 15.000, ja. Ich habe einen guten Erben. Warte. Mensch, die ganzen 15.000, nur die Kanonen. Ja, ich weiß. Ich wollte gerade die. Ah, ich habe endlich. Jede Kanone, die man mitnehmen kann, ist ein Gewinn. So. Wird eben da neue gut, Einheit. Gut, Italien ist befreit worden. Das war auch noch von Österreich besetzt. Wie, jetzt werden die Stadt verloren? Das ist unrealistisch. Das ist mehr als unrealistisch. Das zum Thema Festung. Hier gibt's gar keine. Kaum welche. Das wundert mich, weil letztes Mal war das die hier alles gekauft, voll. Die haben die voll gekauft, wahrscheinlich. Oh, guck mal, da sind 39.000 Hennegauischen Nationalisten. Jawoll. Wir lassen die mal in Ruhe, ne? Sollen wir die in Ruhe lassen, solange wir uns nicht angreifen? Ich glaube nicht, dass Hennegau sich unabhängig machen kann mit einer Provinz. Ja, wer sagt, dass wir die lassen? Ich kann ja auch hier weglaufen aus der PK. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Heiko, zu spät. Es ist nie zu spät für eine höfliche Geste. Boah, Heiko Gesundheit. Hat einen richtig geilen Skin, ey. Der Osmanskin sieht schon richtig geil aus, ey. Ich feier mein Land auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht zerstört durch deine Kriege, Heiko. Das ist schön. Oh, die nächste Revolte findet in 250 Jahren statt. Scheiße, ich muss was tun. Sonst droht Rippen, niemals ein Politiker sein. Das Spiel ist schon vorbei, in 250 Jahren. Ach so, okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Österreicher gleich durch, ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich... Wie lange machen wir heute noch, Heiko? Bis morgen. Bis... Ja, also denk dran, das ist so das letzte Mal, gell? Das ist, danach bin ich in Bangkok. Ja, und du gehst aber hoffentlich. Oh. Bangkok. Boah, weißt du, da gehen die Meinungen weit auseinander. Bangkok. Was, du hoffentlich drauf gehst oder ob du. Alter, weißt du, wenn jeder, der Bangkok hört, ja, denkt an zwei Dinge: erstmal Sextourismus und danach an Penisse bei Frauen. Ja, Bangkok. Wirklich, was anderes habe ich doch nicht erlebt. Ja, und ja, Bangkok. Denkst du an was anderes? Nein, ja, natürlich denke ich was anderes. Ich hab da einfach nur an Fernost gedacht. Lüge.
Also, der Politiker besser lügen. Ja, Presse. Könntest du durchgehend machen? Sind wir da? Alles klar, wir kommen zurück. Wieso haben wir eigentlich so niedrigen Warscore? Weißt du, wir haben 86% und. Stell dahin. 86, wir haben 34%. Gegen Österreich. Also Leute, die Österreicher belagern und gerade mit 45.000 Mann Wien, gell? Ja, ich bin durch. Alex? Mit allen Truppen, die ihr überhaupt, geht jetzt mal bitte Richtung Wien. Natürlich noch nicht angreifen, logischerweise. Hör auf, in meinem Bereich zu kolonisieren. Alter, was ist meiner? Digga, das ist mein Bereich. Wieso haust du eigentlich hier nicht da Dings zu eigentlich? Das ist Frankreich da unten nicht kolonisieren. Ich werde dann jetzt mal Frankreich den Krieg erklären und dich mit reinrufen, okay? So, lustige Nebeninformation. Du sollst sie da abschneiden, nicht vertreiben. Ich hab euch von meinem Erben erzählt, der 565er, ne? Ja, Jagdunfall! Wenn er da nicht jagen gehen dürfte, wäre meine Antwort. Mann, jetzt hab ich wahrscheinlich einen Schwulen, so einen. 331 auf deine Mutter, Alter. So, ich mache jetzt gleich noch die Österreicher tot nochmal und dann mache ich wahrscheinlich demnächst mal Frieden, weil die zerfallen demnächst eh. Ja, aber ich kann sowieso schon relativ viel fordern, so ist es nicht. Ja, und die Länder zerfallen. Kannst du nicht fordern. Eben. Ja. Ah, scheiße, was ist denn jetzt mit den. Ja, gut, Serbien. Was wir noch auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall Serbien, Alter, nein, da habe ich Kors drauf, aber. Also, das bringt mir einfach nichts. Mach einfach separat Frieden mit Österreich. Österreich ist nicht das Hauptziel. Nein, ich meine bei Oltenien und Montenegro. Das ist genau das, was die walisischen Nationalisten haben. Wir müssen unbedingt Serbien noch belagern, deswegen haben wir auch so niedrigen Warscore, weil du kriegst. Serbien gehört? Ja. Nein, es können Rebellen. Leute, seid ihr bereit, Wien anzugreifen? Ja, nicht ganz. Ich bin auf dem Weg. Also, ich würde die nicht dann lagern lassen, weil dann ist Aushalten. Ja, das müssen wir neu lagern. Wenn wir Wien jetzt nochmal verlängert, würde ich sagen, dass es sich auch mal um 10 Jahre verlängern wird. Weil du überschätzt ein bisschen Wien, kann das dahin, sein? Dahin, das ist. Ja, ihr seid doch alle da, greift doch mal an. Nein, ich muss nur kurz nochmal die Krimtaren zusammenkratzen. Ich geh als Erster rein, ich hab fast schon Söldner mit. Gut. Ja, alle drauf jetzt, alle drauf! Und. Krim, warte, wir warten noch bis Krim in Kärnten ist. So, ja, genau. Okay. Und ich geh drauf. Jupp. Das passt vielleicht der Spruch jetzt sogar ganz gut. Spielt ihr mit Mods? Nope, wir spielen bloß mit allen Versionen. Ja, wir spielen auf Patch 1.5.1. Da, wo das hier noch aktuell war. Genau. Heiko? Ja. Ja, gut, sag kurz. Wenn du kurz sagst, sah das scheiße aus. Ja, dann lacht euch aus. Ja, wenn ihr das verliert, ich lache euch aus. Bitte lach uns aus. Okay, gut, wir können jetzt, sobald die Schlacht rum ist, können wir eigentlich. Und Serbien belagert ist. Können wir Frieden machen, weil Österreich zerfällt gerade an Rebellen. Genauso wie Ungarn gerade an Rebellen zerfällt. Ja, das stimmt. Gut, ich kann Österreich, stimmt. Österreich hat zu 100% belagert. Die wollen flüchten, ne? Nee, ist egal. Die hauen ab. Die gehen oben nach. Der Ungarn hat da oben noch zwei Provinzen. Sachsen. Oh, der Danke weiter, Ja, natürlich, Sachsen müssen wir natürlich noch belagern. Das ist wichtig. Alle Rinder. Eigentlich braucht Geld. Du bist dein Ansprechpartner dafür. Jetzt alle nach Sachsen, alle nach Sachsen. Dann geh ich unter. Ah, ein Steak Wipe für die Österreicher, bitte. Leute, wir verlieren die Stadt. Ja, mein Österreicher ist Steak Wipe. Ich nehm Erz ein. Ja, jetzt erobert ihr noch Sachsen und ich muss schnell zu. Ja, Umpo, du hast Serbien belagert durch dein Vasall. Ja, kannst ich du mir weiß, bitte die Provinz geben. Ich bin gerade dabei. Ich hab ihn gerade noch switched. Okay, du bleibst da, belagerst. Ruf nach Frieden. Ja, deine Mutter ruft nach Frieden. Ja, ich hab jetzt auch ruft nach Frieden. Leute, macht einfach noch notfalls schnell Belagerungsangriffe durch. Ich mach die 30.000 Mann weg. Leute, lass Sachsen noch schnell mit Belagerungsangriffen notfalls zerlegen. Wie viel ist das? Das sind 4.000 Mann immer. Wenn ich den Tunesier nicht hätte, wäre ich schon lange untergegangen. So, ich hau jetzt den Österreicher raus, gell? Ich hau den Österreicher raus. Also nicht vergessen, nicht nur Landdienst, sondern auch nimm den richtig auf Sachen raus. Nee, ich nehm den nur Kärnten. Also pass auf, ich nehm den Kärnten weg. Pausier erstmal kurz, Heiko. Ja, nee, ich mach lang. Okay. Ich nehm Kärnten weg, dann. Was macht denn sonst schon Sinn? So, nee, nimm dir noch erstmal die Flottenanbindung weg, dann haben die keine Schiffe mehr. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Das sind so viele Provinzen, da hätte ich.
Das vergiss. Die haben im Norden auch noch alles. Ich muss, wenn nur eine Provinz sind, habe ich schon so viel aggressive Ex. Ich kann den nicht mehr wie eine Provinz wegnehmen. Ja, okay. Du sollst auch nicht. Du sollst ihm einfach. Du sollst ihn nimm die auseinander, dann lass viele frei. Ja, ich kann Utrecht frei, das bringt uns recht wenig. Ja, ich kann Hannover frei lassen. Das ist eine Provinz, das ist ein Anfang. Gib der Schweiz die Provinzen zurück, zum Beispiel. Kernprovinzen zurück, geben wir die Schweiz. Geht das? Ja. Ja, natürlich. Die Schweiz hat. Oh, ja, er hat, glaube ich, gefragt, wie das geht. Ja, ja, warte, nee, die kriegt die Schweiz dann die Provinz, kriegt, oder wie? Ja, du kriegst, ja, die Schweiz dann Provinz wieder zurück, und dann gibst du es der Schweiz wieder. So, also so, wenn ja, du geil. Den Österreichern St. Gallen wieder zu, den Schweizern St. Gallen wieder zurückgibst, dann können die Österreicher haben, die kommen, zum Beispiel keine Landbinde mehr, und dann können sie auch zum Beispiel die ganzen... Nice, ja, ich habe den St. Gallen, ja, wann, okay. Die können okay. Doch das Heilige Römische Reich durchlaufen, soweit ich weiß. Guck mal, Zürich... Ja, aber sie haben keine Anbindung an ihr Land. Zürich kannst du den zurückgeben, und dann kannst du halt gucken, dass... Also halt pass mal auf... ich gebe den zurück. Zürich. Ja, auf jeden Fall würde ich. Da kannst du ja nochmal gucken. Und St. Gallen, da können sie da nicht mehr durch, auf jeden genau. Fall. Genau. So, dann kannst du nochmal gucken, dass du den Holländern, bzw. den Niederlanden da oben nochmal ein paar Punkte. Holland an gibt. Die Niederlande, das ist nur ganz fair. Ja, ja, und jetzt sind wir durch, das ist 100% Worska. Ja, okay. Kannst du sonst noch was anderes? Na, wobei der Rest also ich kann noch. Ja, 213 Dukaten. Kostet halt alles bei Österreich zu viel. Nee, das kostet mich nichts. Ja. Das ist tödlich für Österreich, fand ich zu fein jetzt zu reparieren. Schon mal, weil dann kriegt er da oben weniger Handel. Ja. Gut, jetzt lassen wir das mal durchlaufen. Gut, ja, okay, wir lassen jetzt mal hätte durchlaufen. Hätte schöner kommen können. Du hast ihn halt gut abgeschnitten zum Teil. Ne? Ja, auf jeden Fall. Was wichtig ist halt, dass Österreich jetzt... Und die haben jetzt Rebellen. Ohne Ende. Die haben Rebellen ja, ohne Ende. Ja, französische Rebellen. Wenn die französischen Rebellen es schaffen. Ja, die französischen Rebellen sind leider nur hart uncool. Ich glaube, die Rebellen werden ja, einfach mal etwas niedergeschlagen. So, jetzt müssen wir nur noch Dingens einnehmen, Sachsen, und dann haben wir es mit Dingens auch geschafft. Ungarn. Obwohl, die haben ja die ganzen Festungen von den Dingens da. Es fehlen ein paar Festungen. Ja, das ist egal, die zerfallen auch an Rebellen. Ich brauche ja... Guck gleich mal, was ich da für einen Frieden mache. Auf jeden Fall Serbien, weil das ist Kriegsziel. Du hast diesen Krieg für Serbien geführt. Das war halt. Rückeroberung von Kernprovinzen. Ich dachte schon, ich habe all diese Männer in den Krieg für Serbien verloren. Ja, weil Serbien sieht schön aus. Das passt dann. Serbien ist auch schön abgerundet dann. Serbien ist ein schönes Land. Serbien ist doch ein andere Putz. Land und die Serben sind extrem. Guck mal, Halko muss ich noch Zagreb und Serbien holen, dann ist das so schön abgerundet. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ja, wenn dann noch Wasserdin und Sopron, also wäre jetzt einfach kein Provinzen mehr. Ja, pass mal auf. Ich find's ja am unfreundlich. Boah, ich kann. Russen. Witzig ist, ich kann ihn wahrscheinlich gar keinen 100% Frieden aufzwingen, gell? Dann kannst du auch nicht, weil die ganzen Dinger nicht von uns besetzt sind. Warte. Ja, nee, weil das würde gar nichts bringen, weil ich könnte nur Böhmen Sachen geben und das will ich nicht. Aber wobei, der Brandenburg noch. Ist ja PU von Dings. Eben. Österreich. Gut, da kriege ich eine Koalition, aber die besteht aus Österreich und Ungarn. Also ganz kaufen, ehrlich, oder? Koalition, aber die musst du dir eigentlich kaum Gedanken machen, weil wir sind ja schließlich da. Ja, stimmt. Okay, also pass mal auf den Frieden, den ich jetzt habe. Also pass mal auf den Frieden, den ich jetzt habe. Also, Ungarn gibt mir 1, 2, 3, 4, 5 Provinzen, lässt Transsilvanien frei, warte, dann gibt's noch eine Provinz, gibt Sachsen zurück an Brandenburg, gibt Kriegsreparationen, Transsilvanien in Unabhängigkeit, das hatte ich glaube schon, Verträge mit Österreich werden aufgekündigt, 400 Dukate. Alle Verträge mit Österreich brauchst du nicht, weil er hat kein Bündnis mehr mit Österreich momentan. Das Einzige, ja, aber das Verträge brechen ist besser, das ist sicher. Ich glaube, ich mach eher Verträge mit Tirol, was ist, sonst dann haben sie keine. Nee, Probleme. Das bringt ja, das ist ja gut, wenn sie das mit Tirol haben. Das Einzige, ja, was sie noch machen könnte. Ja, Sachsen gibt's nicht, weil sonst könnte ich nur Sachen an Böhmen abgeben. 76% Frieden mehr kann ich eh nicht machen. Wobei, warte mal, welche Länder habe ich denn da? Slavonien gleich, das ist auch eine Festung. Ja, nee, da kommt Frankreich noch mit in die Koalition, das macht da so keinen Sinn. Okay, soll ich den Frieden raushauen? Wenn du kurz wartest, können wir dir. Nee, weil mehr kann ich eh, nehmen sie jetzt schon an. Achso, wenn wirklich nicht mehr, dann. Ja, weil sie können, ich kann nichts mehr machen. Unabhängig geworden. Oh, super. Erstmal Ansprüche drauf fingieren, Alter. Du kannst ja auch gleich angreifen, weil du Kerne. Du hast schon Ansprüche auf eine. Ja, stimmt, ich hab Kerne drauf, und direkt angreifen, Alter. Eine einen Kern auf der. Nee, der Kern ist weg. Was ist der Kern ist weg? Der Kern auf Brusau ist weg, den darf das. Egal, ich hab einen Kern noch, das reicht. Ein Anspruch. Er hat einen Kern auf Brusau, jetzt der Anspruch ist aber noch da, den er hat.
sagte doch, die Österreicher werden die Rebellen recht schnell besiegen. Ach, Österreich hat schon wieder 30.000. Ist das ein Anspruch oder ein Chor? Österreich hat übrigens schon wieder 30.000 Mann, ne? Der Chor, der war weg. Die schlachten gerade ihre ganzen Rebellen ab, die Österreicher. Scheiße, das ist nervig. Wir können nur auf Ungarn hoffen, dass die jetzt zerberstet werden. Österreich hat zumindest noch hat noch Rebellen. Gut, ich kann alles direkt koren. Vor allem, ich hatte eh lauter Kerne da drauf. Ungarn hat 43.000 Mann wieder. Die sind immer noch, das sind ja die auf der Insel. Ja, oh, die hätten wir noch zerbersten müssen. Ah, stimmt. Ist jetzt doof gelaufen. Wären jetzt wahrscheinlich die Rebellen alle nieder. Ja, ist egal, wie erwähnt. Nee, Walachei ist ja unabhängig zum einen. Das ist unser Ziel am Erreichen mit der Walachei. Ja, das ist egal, die hätten eh nichts durchgebracht. Und wir hatten eh den Warscore, also höher hätte gar nicht kommen müssen. Die Rebellen in Schlacht. Okay, jetzt kommen wir nochmal, wenn irgendjemand Geld braucht, jetzt kommen wir nochmal drüber reden. Oh, jetzt auch nicht mehr. Aber ich hasse das, Nico will sich überall breit machen. Erst kommt er nicht zurecht mit seinen Kolonien und jetzt will er mir wahrscheinlich aus Südafrika abstreichen. Ja, bitte. Wir werden nochmal gleich über Litauen herfallen, ne? Natürlich. Ich will Kiew haben. Du kannst ja gerne Dresden. Wir machen ja halbe, ne? Ja, ich würde gerne Kiew haben und Turow. Und Pinsk, wenn es geht, und du könntest gerne dann Minsk, Braslav und die ganzen anderen holen da. Trakai und so. Ja. Komm aus Trakai, die Trakai. Ja. Was meinst du, wem sollte Mutapa gehören? Ich will da jetzt bald einmarschieren. Ich bin jetzt die ganze Zeit durch andere Kriege gebunden und jetzt denkt sich hier Andalusien, jetzt muss er noch da, dorthin gehen. Ja, Andalusien geht hier jeden Tag. Ich glaube, Andalusien sollte erstmal aufpassen. Dass Andalusien wieder Fuß fasst und nicht von Frankreich. Ja, das ist dem egal. Ja, und der hat auch schon bis dabei Südafrika zu kolonisieren und. Andalusien geht mir auf die Nerven, der wollte sich hier überall so machen. Wisst ihr, was ich für ein Monatseinkommen hab? Also 76. Dann gib mir mal gleich 300. Ich hab 10. Als Entschädigung, was ich in diesem Krieg verloren habe. Das ist zwar nicht ansatzweise die Entschädigung, aber trotzdem. Ich will mich eigentlich nicht so über Andalusien aufregen. Ich meine, guck mal, was sie für ein Land haben, für eine Landfläche, nur auf Iberien. Weißt du, ich würde ja gerne irgendwelche Ja, aber das liegt nur daran, weil sie sich nicht auf Iberien konzentriert haben, sondern auf die Kolonien. Naja, weil du ihm die ganze Zeit Provinzen weggeschnappt hast. Nein, er hat genug Provinzen, die er erobern hätte können ohne mich. Also, die ich ihm nicht weggeschnappt habe. Ich habe ihn hier... Leute, soll man einen Krieg gegen Timuriden führen? Weil ihr meintet ja, euer Friedensabkommen ist da weg. Was? Krieg gegen Timuriden. Also, der Krieg in Timurinen, da ist unser Frieden weg, ja, das ist richtig. Ja, also, dann warte ich für den Genomen. Wir wollen jetzt aber erstmal bald Krieg gegen Litauen führen. Und Litauen eliminieren. Litauen eliminieren und danach vielleicht, wenn es noch geht, mit den Paulen. Braucht ihr mich für Litauen? Ja, Alex. Moldau ist da. Mutapa. Ah, Moldau, okay, sagt es. Tunesien, du kannst nicht alles. Nicht alles. Gut, in dem Fall. Du darfst gerne diesen langen Pimmel da haben, aber diesen Block da. Willst du das ganze Gold da unten noch schreit? Ich warte, dass du noch mehr Inflation kriegst wie sonst was und daran zerbrichst. Weißt du, ich kann nur noch 17.000 Leute haben. Bin jetzt hier alle Schätze über Licht in Österreich, ich bin so glücklich. Nein, wir kriegen hier so eine Schiffe drauf. Entschuldigung. Ich find's geil, wie Aragorn jetzt. Sobald wir die Reconquista machen, oder unsere Reconquista-Version, sollte das kein Problem werden. Sehr geil, bitte wieder. Flotten, Ding. Ja, du musst mir schicken, ich hab kein Ding mehr übrig. Okay, jetzt können wir weitermachen. Einfach, weil es sein muss. Denn Heiko? Das kann ich auch machen. Wir wollten ja, wann machen wir das mit Frankreich dann? Dass die Geheimnis. 79. Ist. Ja, stimmt, wie viel Cores hast du denn? Da ist ja wahrscheinlich Cores ohne Ende, oder? Ich hatte auch Cores, Heiko, und ich will die auch wieder haben als Verbrecher. Boah, du hast ja Cores, du könntest die auf einen Schlag halten. Heiko, kannst du ganz kurz speichern, einfach, nur speichern. Weil ich gründe jetzt Hindustan und ich habe Angst, dass ich dann hinduistisch werde. Weil das steht da zwar nicht dabei, aber es könnte ja sein, ne? Okay, hab gespeichert. Danke. Hindustan, boah, geil, jetzt bist du ran. Oder grün? Nein, der ist weiß. Weiß ist der. Weiß? Ah, ja, weiß ja. Mit dieser orange-weiß. Grüne Flagge oder so, ne? Und er ist noch Sonny. Er ist Sonny. Die haben so eine Flagge, haben die? Ich hab die in anderen in Erinnerung, aber die ist so eine geile Flagge. Ja, ich glaube, welche haben die bei euch? Weil bei mir haben sie. Hier so ein weißen Mond, weißer Stern und grüne. Ja, hab ich auch. Das ist doch die Ultra-Muslim-Flagge oder Mond und Ultra Stern und dann auch noch grün, Alter. Was hat eigentlich, dass der die Religion wechselt? Und bei anderen, wenn du das als Hindu gründest, dann ist das.
nicht Hindustan, das ist was anderes und hat eine komplett bunte Flagge. Marco? Ja? Bist du 79 soweit? Ach ja, da würde ich auch Krieg machen gegen Frankreich. Ich mach 100% wann könnt ihr Krieg gegen Litauen führen? Eigentlich fast sofort, also... Ja, oh, ich warte hab mal. Jetzt fast 40 Tage. Okay. Ah, wobei, wartet ihr noch kurz? Okay, Leute, das Plan ist jetzt der, ich fingiere noch schnell ein, zwei Ansprüche auf Moldau. Beziehungsweise, nee, scheiß drauf, ich nehme den Moldau einfach als Vasall. Ja, ich würde aber auch gerne die Provinz Tikhina haben, ne? Das ist kein Problem, da sind sie noch. Wobei, ja, komm, dann annektieren wir sie komplett. Aber ich muss dann unbedingt Anspruch drauf fingieren. Wollen wir vielleicht noch kurz warten oder ja, muss klar, das jetzt schnell? Ich muss für einen Krieg keinen Anspruch fingieren unbedingt. Ja, aber zum Annektieren, weil ich eh schon aggressive Expansion ohne Ende habe. Doch, Ansprüche fingieren, damit für die Dinger günstiger sind. Ja, gut, dafür. Kann aber jemand mir Geld geben, wenn er gerade mal ja, was ich auf der Tasche hat? Was brauchst du? Ach, keine Ahnung, 200 oder so, die reicht, damit ich mir Tasche mit 76 im Monat. Du bist Krim. Ja, dein Nachbar. Dir helfe ich doch. Ah, scheiße, Leute, wie erwähnt, meine Diplomaten sind gerade alle beim Anspruch fingieren. Okay, gut. Ich bin kurz mal AFK auf der Toilette, ich bin gleich wieder da. Wie gütig. Danke. Wie gütig. Heiko ist echt ein gütiger Mensch, oder? Das war der Mameluke. Diesmal, ja. Ah, oh, okay. Ja, Mameluke ist auch relativ. Ah, ich finde das sehr schön. Ja, ja, weil du dich in meinem Gebiet im Prinzip umstochen hast und jetzt bist du ja auf das ganze Gold. Oh, Gold, denkt niemand, wenn man klein ist, an die Inflation. Alter, ich brauch das Geld. Mach Schlapp. Ich wie viel machst du im Monat, wenn du alle deine Festungen ausschaltest? Und ich hab auch gerade 17. Ich mach alles, wenn ich alles runterschraube, Andalusien, 25. Andalusien, wie viel Geld brauchst du? Ich bin noch nicht alles so groß runterschraube, mach ich 8. Dazu hab ich noch einen Arsch vieler Länder mit hoher aber Autonomie wegen Krieg. Aber du hast halt auch noch sehr viel mehr Armee als ich. Ja. Ich hatte ja schon probiert, das zu erobern, ne? So, und ja, jetzt. Da, Militärtech 21. Nice, endlich. Sehr schön. Ich bin gleich 22. Jetzt endlich mithalten, ey, mit den ganzen Leuten. Ja, okay, Militär- ich bin jetzt 21. Ich bin 20. Oh Gott sei Dank, auch Militärtech 20, aber es reicht doch nicht. Nein, ich bin 21 und mach gleich 22. Kann halt deswegen null Ideen halt hochpushen, ne? Das ist halt auch nicht unbedingt gut. Wirklich. Ich muss halt extrem noch aufsteigen, diplomatisch und... Ich arbeite mit einem Wirtschaftsidee. Meine Admin-Tech, mein Admin-Tech ist aber komplett im Arsch. Welchen Ideen arbeitest du? Na schlapp. Welche ich habe? Momentan habe ich eine Offensiv- und Wirtschaftsidee drin. Ja, ich arbeite gerade auch an den Wirtschaftsidee. Brauch mehr Geld. User left your channel. Leider kann ich so viel in der Wirtschaft arbeiten und schrauben. Obwohl, ich kann was bauen, mal gucken. Kennt ihr das, wenn ihr Durst habt, habt ihr das zu faul seid, die Cola-Flasche, die 2 Meter vor euch steht, anzugeben? Microphone activated. Ja, okay. Aber eigentlich nur, wenn ich schlaf. Ja, ich mach das hier im Halbschlaf. Also, das wäre mal auch wieder viel größer, Heiko, weißt du doch, kennst du doch.